Wir fahren in den Heidepark. Willkommen im Abenteuerhotel. Hallo. Lustig ist vor allen Dingen auch Peter zu beobachten. Achtung, da kommt Mama. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, zu einem ganz besonderen neuen Vlog, denn wir sind unterwegs. Wir fahren in den Heidepark. Mädels, freut ihr euch? Wir sind ein bisschen platt, weil wir jetzt leider doch schon 4 Stunden unterwegs sind. Und Eva hatte heute noch Sendung und kommt dann direkt mit dem Mietwagen von Köln nach Soltau. Wir übernachten nämlich im Abenteuerhotel des Heideparks, haben dann morgen den ganzen Tag dort für uns und dann übernachten wir nochmal und dann fahren wir nach Hause. Ich war schon als kleiner Junge mit meinem Vater sehr oft im Heidepark. Ich bin also schon ein ganz, ganz großer Fan immer gewesen. Und deshalb wollte ich seit Jahren da mal wieder hin. Und jetzt ist es endlich soweit. Seht ihr Wumbo? Das ist Wumbo. Das ist Wumbo, der Bär. Willkommen im Abenteuerhotel. Jawohl. Hörst du die schöne Musik? Ja, die Musik höre ich auch. Ist das spannend? Ja. Und jetzt rein. Gucken wir uns mal an. Das Piratenzimmer. Das habe ich. Komm mal, guck mal. Guck mal, da ist ein Goldschatz auf dem Kissen. Da. Nächster Morgen. Wir haben es gestern noch sehr schön gehabt. Eva kam noch später dazu. Ja, ich habe es geschafft. Und jetzt geht's in den Park. Das Abenteuerhotel, in dem wir wohnen, hat ja einen direkten Zugang zum Park. Ihr merkt, die Aufregung ist groß. Ja, was denn? Was denn? Ja, komm, wir warten auf den. Ich möchte das, wie gestern wir gefahren sind. Ja, gehen wir jetzt gleich hin, ne? Das Coole ist, dass die Hotelbewohner schon um 9.30 Uhr in den Park können, nicht erst um 10. Das heißt, wir können ein, zwei Fahrgeschäfte, die sonst eher sehr hoch frequentiert sind, jetzt schon mal benutzen. Ich glaube, ich bin aufgeregter als die Kinder. Ja, das ist so niedlich, weil Peter ist so ein großer Freizeitpark-Fan, schon Zeit seines Lebens. Sagt man das so? Ja, ich war mit meinem Vater schon hier im Heidepark, als ich noch ein kleiner Junge war. Das ist nicht romantisch. Sie aus dieser Werthers echten Werbung, ne? Das ist ja so schön hier mit den ganzen Bäumen und Büschen und ist alles so hübsch gemacht. Und vor allen Dingen finde ich es cool, dass wir jetzt schon so früh da sind. Und es hier halt noch komplett leer ist, ne? So, das ist natürlich schon super, dass die Hauptattraktion, nämlich die Krake. Boah. Ich bin so froh, dass wir zwei kleine Kinder haben und ich da nicht einsteigen muss. Okay, der Nachteil, wenn man so früh mit so einer Krake fährt, ist, dass das Frühstück ja noch nicht so lange her ist. Das ist echt heftig, das ist echt krass. Geht ganz schön schnell, also dauert es, glaube ich, noch nicht mal 60 Sekunden alles in allem. Da bin ich froh, dass ich dafür jetzt nicht irgendwie 2 Stunden anstehen muss, aber es ist echt geil. Das ist ein totaler Thrill. Thrill. Papa, ja? Mit der Krake gefahren. Ja, ich bin mit der Krake gefahren. Und Alisa, wie ist die Stimmung? Ich bin aufgeregt. Ich fühle mich selber wie ein kleines Kind. Das ist so cool. Das ist echt so lustig. Lustig ist vor allen Dingen auch Peter zu beobachten. Der rennt die ganze Zeit so. Wollen wir nochmal dahin? Macht mein Mann aber auch. Das ist ganz aufgeregt. Oh, wie niedlich die Jungs. Jetzt stehen sie da mit ihrem Bollerwagen und den Kindern an der nächsten Attraktion an. So, wir fahren jetzt noch mit dem Flug der Dämonen.
Und Olli, wie ist die Stimmung? Nach der Krake. Oh, jetzt geht's rein, Peter. Ja, okay. Also, ja. So, ja, genau. Ja, das, Portemonnaies ja. Und alles? Ja, alles abgeben, dann geht's los. Portemonnaies. Okay. Geschwommen. Was ist bisher so dein Fazit? Ich finde es wunderschön. Ich habe mir das gar nicht so naturnah vorgestellt, aber das ist alles so schön angelegt mit den ganzen Pflanzen und Bäumen und die Entchen, die hier schwimmen und so. Ich bräuchte gar nicht so viele Achterbahnen. Was hat dir bisher am besten gefallen, Lilly? Weiß ich nicht. Lilly will eigentlich die ganze Zeit ins Schwimmbad, weil im Hotel ist ein super schönes Spaßschwimmbad für kleine Kinder auch, ich mit einer Rutsche. Ich habe mich gefreut, das Schwimmbad. Du hast dich aufs Schwimmbad gefreut, ne? Wollen wir heute noch mal schwimmen gehen? Ja. Ah, das war klar. Oh, mein Liebling. Ich rutsche danach in der großen Wasser. Ja, aber keine Hand. Ich will in den großen Wasser rein. Das ist gut. Guck mal. Guck mal, Papa an. Hey, cool. Los geht's. Lilly fährt Auto. Okay. Hallo. Hallo. Und aussteigen. Also es ist echt sehr gut gemacht. Hier im Eingangsbereich ist direkt so eine Anzeige, wo man sehen kann, wie lang die Wartezeiten sind bei diesen Hauptattraktionen. Wildwasserbahn gerade bis zu 30 Minuten, also eigentlich minus 30, unter 30 Minuten und alles andere unter 10 Minuten. Und das ist echt toll, ne? Dass man merkt, es ist Montag. Überhaupt an den ganzen großen Attraktionen ist halt wirklich überall so eine Anzeige, wo dann auch gesagt wird, jetzt von hier noch eine halbe Stunde Wartezeit oder eine Stunde Wartezeit. Und das macht es ein bisschen einfacher. Der Tag im Heidepark neigt sich dem Ende und Eva hat ungefähr 6 oder 7 Stunden gebraucht, um sich zu überlegen, oh Mann,
dass sie vielleicht doch noch mal gerne mit dieser Krake fahren will. Ich trau mich nicht. Das ist eine sehr gute Gelegenheit, um sich noch mal ein bisschen zu erfrischen. Ja. Und wie ist es? Ein super Lachs. Das ist halt sehr praktisch, so Buffet. Man kann immer wieder sich was holen. Ist wie im Cluburlaub, ne? Ja, ist perfekt. Wird es auch ein Käse? Wenn Mama holt sich was zu essen. Und ich wurde essen. Gurke. Die erste Gurke. Der Pirat ist echt. Das ist eine gute Gurke, was du jetzt sagst. Das passt mal auf. Ich hoffe, hier auch ein rotes Bier haben. Spaß. Guten Morgen. Guten Morgen. Abreisetag. Oh, ich bin ein wenig wehmütig. Das ist ja schon echt ein Ort, an dem man gerne bleiben mag. Man muss dieses Hotel im Prinzip eigentlich gar nicht verlassen, weil hier gibt es eigentlich alles, was die Kinder brauchen. So eine riesen Spielkletter, keine Ahnung was, Konstruktion. Außerdem gibt es hier ein super Schwimmbad, klein, aber für Kinder in dem Alter perfekt. Das war ein bisschen frustrierend, weil wir den Kindern natürlich hier große Karussellaktionen und Freizeitpark, mega Spaßdinge versprochen hatten. Und das Einzige, was sie dann machen wollten, war... Na ja, ständig ins Schwimmbad, zumindest die Lilly. Und hier, ne, auf diesem Turm, das finden die halt auch schon total super. Aber man muss natürlich sagen, dass so ein Freizeitpark für Erwachsene ein großer Spaß ist. Für die Kinder hätte das kleine Schwimmbad und diese Kletteranlage hier komplett gereicht. Okay. Guck mal. Also wir haben jetzt im Hotel ausgecheckt und da wir so eine 3-Tages-Karte haben, dachten wir uns, bevor wir einfach direkt nach Berlin zurückfahren, fahren wir lieber noch ein bisschen Loopingbahn. Ich habe heute noch von der Krake geträumt. Es ist kurz nach dem Frühstück, kurz nach 10 und Eva fährt mit dem Flug der Dämonen. Achtung, jetzt kommen sie noch mal hier. Achtung, da kommt Mama. So, ich glaube, wir können gleich nochmal frühstücken. Yeah. Ja. So, das Angst. Ihr habt's gesehen, ne? Ja. Oh, das war toll. War das gut? Ja, ja, ja. Ey, das war echt das Beste. Dreht sich ja noch so in sich. Ja. Oh. Aber das macht richtig Spaß. Sind wir fast wieder zu Hause. Sehr schöne 2,5 Tage waren das, muss ich sagen. Das war echt toll. Und sicher wollen vielleicht auch viele wissen, wie teuer das eigentlich ist, mit Eintritt und so weiter. Und es ist echt ganz schön schwer zu sagen, weil es da alle möglichen Konditionen gibt. Und ich habe mal auf der Webseite geguckt, wenn man 5 Tage im Voraus bucht, so eine Eintrittskarte, kostet die für Besucher ab 3 Jahre 32 Euro. Dann gibt es noch die Schönwettergarantie. Gratis-Ticket bei mehr als 1 Stunde Regen am Stück. Das finde ich echt witzig. Und ja, es gibt halt alle möglichen Konditionen und Pakete und wenn man dann noch ins Hotel geht und so weiter. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, dass man, wenn man da im Hotel übernachten will, dann sollte man es genau so machen, wie wir es zufälligerweise jetzt gemacht haben, nämlich am Sonntag anreisen
und dann auf Montag übernachten und wenn es geht, dann sogar noch auf den Dienstag. Macht schon Sinn, dass man so den ganzen Tag nutzen kann, weil Hotelgäste können ja schon, wie gesagt, ein bisschen früher in den Park. Montags ist auch am wenigsten los. Ja, du bist müde, ne? Die Kinder haben sich richtig müde getobt da. Und deshalb ist das durchaus sinnvoll. Und natürlich, wenn man es noch kann, also noch keine schulpflichtigen Kinder hat, auf jeden Fall außerhalb der Ferienzeit reisen und in der Woche. Dann hat man einfach noch ein bisschen mehr davon. Andererseits muss man auch sagen, selbst wenn der Park voll ist... Der steht da mitten auf der Straße. Selbst wenn der Park voll ist, verläuft es sich sehr gut und es sind wahnsinnig viele Angebote. Ja. Das macht wirklich Spaß. Also wir können trotzdem mal sagen, wir haben ja... Pressekonditionen bekommen und haben jetzt für alles drum und dran so gut 400 Euro bezahlt. Falls das jetzt für den einen oder anderen ein bisschen teuer klingt, da war ja immerhin zwei Übernachtungen mit dabei für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Dazu gehörten dann auch jeweils ein Frühstücksbuffet und ein Abendbuffet, ne, an zwei Tagen. Dann die Benutzung von dem Schwimmbad. Genau, das Schwimmbad könnte man auch umsonst natürlich benutzen, was für die Kinder auch super war. Achso, und dreimal Freizeitparkeintritt, ne? Genau, also wir hatten noch so ein Dreitagesticket. Aber wie gesagt, das kann man schwer vergleichen. Guckt euch selbst einfach mal auf der Homepage ein bisschen um, die verlinken wir euch natürlich. Und schreibt doch mal so eure Meinung zum Thema Freizeitpark. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Tipps, welche Freizeitparks wir uns unbedingt noch anschauen müssen. Ja, und das mit dem Hotel empfiehlt sich natürlich vor allem, wenn man so weit weg wohnt wie wir, die wir jetzt gerade auf der Heimfahrt schon 4,5 Stunden unterwegs sind. Wenn man ganz nah dran wohnt, dann muss man da natürlich nicht übernachten, aber ich fand es trotzdem extrem entspannend so, oder? Das war echt cool. Ja.